Also habe ich hier einen verzweifelten Balztanz aufgeführt. Aber alles vergebens. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier mit einer Jägerquest, die uns auf Woods verschlägt. Die heißt Unprotected but Dangerous und es geht darum, dass wir 5 Scavs erschießen sollen, ohne dabei einen Body Armor zu tragen. Der Mann da hinten gibt mir Rückendeckung, glaube ich. Nee, das wird wohl ein Opfer, das ist ein Scav. Ja, so, dann, ja, das war's eigentlich. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Viel Spaß wünsche ich euch. Bis dahin, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Tschüssi. Yo, moin moin und herzlich willkommen, liebe Freunde auf Woods. Wir sehen's gerade. Es handelt sich heute um die Jägerquest zur Survivalist Path Unprotected but Dangerous. Und wir müssen 5 Scavs über den Haufen schießen. Dabei dürfen wir keinen Body Armor tragen. Helm ist zwar gestattet, aber ich habe weder das eine noch das andere, weil mein Stash komplett leer ist. Und ich somit auf Almosen von erschossenen Scavs angewiesen bin. So, ich kommentiere übrigens das Video wieder. Es ist nicht live. Ich habe das durchgezockt und mich auf meine Aufgabe konzentriert. Und habe das im Nachhinein. Spreche ich es gerade ein für euch, damit es kein Stummfilm wird sozusagen. So, da habe ich mich ins Gebüsch gehockt und gewartet, dass endlich mal ein Scav spawnt an der Old Station. Da kommt auch schon einer. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob es ein Scav war oder doch ein Spieler. Hätte durchaus auch ein Spieler sein können. Und Gebüsch, Fluch und Segen zugleich, man sieht nichts, wird selber auch relativ schlecht bis gar nicht gesehen, aber wie gesagt, man sieht selber auch nicht unbedingt viel. Aber er rennt wieder zurück, da war ich mir ziemlich sicher, dass er ein Scav war, so ein kleiner Wachposten, der hier seine Strecke abläuft. Ja, und davon läuft er schnell hinterher, damit wir ihn noch glorreich in den Schädel schießen können. Aber der Kamerad war weg. Vom Erdboden verschluckt. Also manchmal frage ich mich wirklich, wie schnell die Typen weg sind. Da hinten links rennen 2. Aber das war keiner von denen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube nicht, euch wird es auch so gehen, dass ihr euch oft fragt, ja, heilige Scheiße, wo ist das Scav jetzt hin? Eben noch da und dann schon wieder weg. Tja, ich hatte jedenfalls ein großes Fragezeichen über meinem Kopf. Ach, da steht er. So, dem habe ich einen Headshot verpasst. Magazin wechseln. Denn, warum auch immer, achso, ich glaube, weil mein Stash leer war, habe ich nur ein Magazin in der Waffe und ein Ersatzmagazin und das auch jeweils nur noch mit 5 Schuss. Also ideale Voraussetzungen, sozusagen, um die Quest zu machen. Jetzt hatte ich gehofft, dass hier irgend so ein Kamerad von ihm da angetrauert kommt und seine Leiche bewacht. Oh. Schüsse im Holzlager. Da geht's schon wieder heiß her. Oh, da kam tatsächlich einer. Oh. Ich schieß gekonnt vorbei und links von ihm war noch einer. Also waren 2 Scavs. Mir fehlten, glaube ich, auch nur noch 2 oder 3. Jetzt erstmal die Position wechseln, weil die Typen sind gefährlich, gerade wenn man ohne Body Armor oder Helm unterwegs ist. Geht man schnell in die Geschichtsbücher ein. So, nachklippen. Ach ja, Painkiller noch rein. Das habe ich mir später auch irgendwie abgewöhnt. Jedes Mal mich mit Painkiller vollzustopfen. Da lief einer.
glaube, den habe ich in den Schädel geschossen. War mir allerdings nicht so sicher. Also wieder Position wechseln. Und die Quest ist erledigt. So, dann konnte ich langsam ans Rausrennen denken und vorher noch schön die Kameraden looten, die ich hier erschossen habe. Wenigstens ein bisschen Zeug muss mit rausnehmen, das ist nicht ganz umsonst, war es ja nicht, aber es, man brauchte ja wieder ein bisschen Stuff im Stash. So, und meine Maske weg, die rauf, meine ist ja versichert. Ebenso die Weste. So, jetzt habe ich den seinen Rucksack, die Weste schmeiße ich weg, nehme seine mit. Die AK kann rein. Und das AFAK. Was für AFAK, dachte ich mir. Nee, Quatsch, lief ja ganz gut bis jetzt. Naja, dann auf zu den anderen Kameraden, die da sich im Dreck zielen. Hab ich doch richtig gehört. Verstehe zwar nicht, warum der erste Schuss kein Headshot war, aber egal. Jetzt ist er. Jetzt liegt er im Dreck. Nachklippen. Ja, ich wollte das AFAK nachladen. Auch nicht schlecht. Ach so, ja, lass mal gucken im Rucksack. Ach, Wallet. Also es heißt ja immer, im Wallet kann auch was sein. Also ich habe noch nie etwas darin gefunden. Und ich habe das Wallet auch selber noch nie genutzt. Irgendwie ist das Blödsinn, oder? Den hatte ich gerade erschossen. Das war der erste, den ich erschossen hatte. Und der Schatten bzw. das Gras hat leider gar nicht gereicht, um unerkannt bis an ihn ranzukommen. Also es ist schon ganz schön riskant, hier so auf halbwegs offener Fläche zu liegen. So, dann nehme ich mir seine Packa und seine Azimut. Schmeißt die TV-Rig weg. Helm, und siehst du, da ist man schon wieder gut ausgestattet. Oh, da schreit schon wieder einer. Mann, das hat gedauert. Und irgendwie bin ich an den Baum hängen geblieben. Bin ich nicht durchgekommen. Also, so eng sah das zwar gar nicht aus, dass ich mit meinem geschmeidigen kleinen Popo nicht durchgepasst hätte. So, wieder ein Schluck Zielwasser. Und dann zurück. Ich war ja noch nicht fertig. Mein Splint wollte ich mitnehmen. Und die 15.000 Rubel, die lasse ich natürlich auch nicht liegen. So, und dann gleich wie eine Natter zum nächsten. Man müsste es echt irgendwie mal probieren. Aber es geht ja nicht, weil man Offline-Raid ja nur allein drin ist. Wie sichtbar man ist, wenn man ja so durchs Gras kriecht. Wird endlich Zeit, dass es mal Offline-Raids gibt, mit die man mit mehreren Leuten spielen kann oder machen kann. Also das plus besseres Audio, das wären so meine Wünsche an Tarkov, die ich gern als nächstes irgendwie realisiert sehen würde. Da kommt schon der Nächste.
Auch wieder 4 Schuss. So, nach der Schießerei wieder Position wechseln, damit nicht doch einer zufälligerweise da in die Richtung guckt und dich sieht. Naja, so der dicke Loot ist nicht dabei. Den Hut hab ich ja vorher, glaube ich, noch nie gesehen. Chimäre. Da kommt doch schon wieder was. Aber ich habe nichts gesehen. Ich wollte erstmal auch keine Schießerei mehr. Ich wollte jetzt langsam eigentlich nur noch raus. Eigentlich auch sehr riskant, weil ihn sieht man definitiv hier am Gras liegen. Er hat einen schönen Rig und einen größeren Rucksack. Muss auf alle Fälle mit. So, jetzt war ich kurz am Überlegen, ob ich die Azimut wegschmeiße, aber dann dachte ich mir, guck erstmal in den Rucksack rein und pack die Azimut in den Rucksack. Die AKS kann ich wegschmeißen. Das T-Pack weg und den Rucksack vom Skeff mitgenommen. So, und dann sind wir auch schon am Schiff, wie wir es nennen. Irgendwie muss man ja die Dinge bezeichnen in Darkov, damit man weiß, wo man ist, beziehungsweise wo man hin will. Und wenn ich auf der Karte gucke, sieht das halt so aus, als würde ein Schiff auf die Insel zufahren. Die Insel wäre in dem Fall der Sniper Rock da hinten. Und da lief ein Skeff. Habe ich wieder nicht getroffen. Naja, ich habe mal geguckt, wo er war. Ich habe ihn irgendwie nicht gesehen. Ich war auch nicht so weit rüber gelaufen. Und ich wollte jetzt auch keine Schießerei mehr, also dachte ich mir, wenn er da unten ist, dann gehe ich hier oben am Felsen lang, umgehe ihn praktisch und mache mich weiter Richtung Ausgang. Nochmal ein kurzer Blick, ob er da unten irgendwo steht. Hey, der kam aber auch überraschend. Ich glaube, das war nicht der, der da hinten links lief. Der sitzt nämlich noch da unten. Und jetzt habe ich einen direkten Headshot verpasst. Manchmal bin ich mir sicher, dass ich auf dem Kopf bin, aber dann wird es doch kein Headshot. Aber jetzt war es definitiv. Naja, habt ihr ja gesehen. Also mir fallen wie vom Blitz getroffen. So, alles mit für die Nachfolgeaufgaben. Da wollte ich mir mal meinen anderen erschossenen Skeff da unten nochmal angucken und habe unterwegs hier schon gesehen, dass hier schon gemetzelt wurde. Da war auch schon einer fleißig am Werk. Lagen zwei Skeffs und ein Spieler. Oh, das werden wir gleich sehen. Ich gehe da gleich nochmal hin. Aber den Weg zu dem Kameraden, hier hätte ich mir echt sparen können. Der hat ja wirklich nur Schrott. Seine Balaklava kann ich mitnehmen, ja. Ansonsten war das hier eine Luftnummer. Naja, die 5000 Rubel, selbst die. Und wieder wie gewohnt, Painkiller rein, ständig unter Drogen, Alter. Geht erstmal nur ans Geld und zweitens auch an die Hydration. Musst ja ständig nachkippen, Wasser und so ein Scheiß. Das habe ich gesagt, das habe ich mir später dann schnell abgewöhnt. So, hier lag der Spieler. Er war klar, war komplett geschröpft, aber hier kann man nochmal Blick in die Weste schmeißen. Die Mosin wollte ich mitnehmen. Zur SKS raus.
meine geliebte Mursin rein. Und dann lag der Gesell. Und die wollte ich gern mitnehmen, aber ich hatte keinen Bock, den Klumpen dort auseinander zu klamüsern. Also habe ich hier einen verzweifelten Balztanz aufgeführt. Aber alles vergebens. Ich bin an das Scheißding nicht rangekommen. Naja, gut, komm. Traurig, noch ein letzter Blick. Und dann schweren Herzens ging es raus Richtung ZB014. So, da sind wir auch schon. So, hier nochmal kurz geguckt. Aber ja, es war offen. Also jetzt hier vielleicht noch im 60er Mac zu finden, war eigentlich aussichtslos. Aber was ich noch gemacht habe, ist hier meine Flasche Wasser platziert. Die war, glaube ich, nur noch mit 10 Einheiten gefüllt. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt eine Flasche Wasser mit reinnehmen. Bis 10 runter trinken weniger würde ich nicht machen. Ich hatte mal jemanden, der hat es, glaube ich, auf 2 oder 1 runter getrunken und dann ging es dann nicht mehr. Dann hat das nicht funktioniert. Also, wie gesagt, mit 10 Einheiten noch in der Flasche, seid ihr auf der sicheren Seite. Und wieder die Ibus rein. Ständig unter Strom, Alter. Hey, da bin ich abgerutscht. Habe ich dabei noch schön in den Schädel geschossen. Nochmal schnell reingeguckt, was er hat. Ja, die Pistole kann man mitnehmen. Die Respirator kann man mitnehmen. Brauche ich ja auch für spätere Quest. Für eine spätere Quest. Und ja, die Magazine. Ja, jetzt ist. Ich war ja noch gut leer jetzt in der Weste und im Rucksack. Da kann man schon mal jetzt kurz vorm Exit noch den ganzen Scheiß mitnehmen. So, nochmal nachstopfen. Letzte Patrone. So, und dann bin ich am Outskirts. Fragt mich nicht, warum ich irgendwie ZB014 nicht rausgegangen bin. Ich weiß es gar nicht mehr, warum ich das da nicht gemacht habe. Aber jedenfalls sind wir raus, die Quest ist erledigt und ja, 4564 Punkte, 8 Skeffs erschossen. Sehr schön, mehr als ich erhofft hatte in meinen feuchtesten Träumen. So, bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gern Abo oder Like da, würde mich riesig freuen. Tschüssi!